Heute ist der zweite Tag auf der Ham Radio 2024 und ich bin wieder hier in der Eingangshalle. Hinter mir auf der Bühne passieren auch gerade wieder Verleihungen, Vorträge und dergleichen. Aber ich werde jetzt mal einen Rundgang über den Flohmarkt machen. Das sind, glaube ich, zwei prall gefüllte Hallen. Und da werde ich jetzt mit euch mal einfach ein bisschen durchstreifen und mal gucken, ob es da schönes Gearporn gibt und vielleicht das ein oder andere Schwätzchen. Ansonsten habe ich heute auch zwei Interviews schon vorbereitet. Die könnten ganz interessant sein. Und dann nehme ich euch jetzt mal mit auf den Flohmarkt und mal schauen, was wir da jetzt entdecken können. Aus einem Anlass. Der FD901, den hatte ich auch mal. Lecker Collins. So, da haben die Leute den Empfängern zum Bandwechsel einfach die Spulen getauscht. Servus. Was wird das? Fox 74. Was sind die? Ein OV-YouTube-Channel. Alter. Und ich mache hier einen Streifzug über den Flohmarkt. Sehr gut. Und ich erkläre, also ich vermute gerade, ja, ich erzähle gerade unseren Zuschauern, dass wohl hier Scheibenwechsel, Frequenzwechsel, Spulwechsel angesagt war. Und die 40, 50, 60 beziehen Sie sich auf Megahertz oder auf Meter? Ja, auf Meter. Bindung. Ach nee, und da musste man noch umrechnen, hat man eine Tabelle gehabt. Okay. Ja, das ist ja wirklich historisch. Könnte man sagen, dass du mit Abstand das älteste Zeug hier hast, Flohmarkt? Wahrscheinlich. Kann man wahrscheinlich so sagen. Ist ja wirklich ein Museum, du. Ja. Ja. Blätterei, vielleicht. Sogar eine Wachswalze hat er dabei. Ja. Ja, es sieht aus wie eine Wachswalze. Das ist eigentlich eine Spule, ein Regelbauer. Widerstand fast schon. Hier ist der Detektorkristall da. Ja. Der Halterung. Okay, also du hast da praktisch einen riesigen Schwingkreis, der eine ziemlich breit abdeckt, nehme ich an. Ne? So viel, wie der da abgreifen kann. Das ist ein ganz Schiebespulendetektorapparat. Ich habe erst gedacht, es wäre eine Wachswalze. Nee, es ist ein Schiebespulendetektorapparat. Waren die ersten Detektorapparate. Der Wahnsinn. Was konnte der abdecken? Das ist ja ein ganz schöner Bereich, wo man da rumschiebt. Lang- und Mittelwelle. Ja. Toll. So. Danke euch. Ich spreche gerade zu unserem YouTube-Kanal Fox74. Wenn ihr einverstanden seid, filme ich mal mit euch ein bisschen und du erzählst was zu dem Fernschreiber. Also ich nehme an, es geht um RTT. Nein, das ist der iTelex, ein Fernschreibernetz, nachgebildet, wie es früher weltweit im Einsatz war. Okay. Ich dachte, viele Leute früher, wo noch RTT so ein beliebtes Format war, ja, dass da irgendwie die Leute sich solche Siemens-Fernschreiber ein bisschen umgebaut haben, um halt die Texte zu schreiben. Ja, wurde gemacht, aber ja. Der ist zum Teil auch wieder rückgebaut worden im Originalzustand, wie er früher war, ja. Damit der iTelex-Netz wieder läuft. Okay, und dieses Telex-Netz ist jetzt etwas Neues oder spezielles Ham-Radio-Format? Nein, das ging schon länger. Okay. Ewig lang eigentlich. Da war ja alle Fernschreiber damals verbunden. Und jetzt ist es halt über das iTelex, übers Internet verbunden. Okay, also das hat jetzt nicht zwingend was mit Amateurfunk zu tun, nein, sondern das ist Telex-Netz. Ein eigenes weltweites Telex-Netz. Ja, aber das sind aber trotzdem Hobbyisten, die das betreiben. Ja. Okay, ja. Also, es bildet das System der Post nach. Ja. Die Teilnehmerliste. Das heißt also, das sind auch ehemalige Postler, die das dann betreiben und so als Nostalgie? Nein. Okay.
hat sicher auch dabei, aber ja. Einfach Leute, die Freude an alter Technik haben. Also die Faszination ist es halt einfach, die alte Technik noch in der modernen Zeit weiter zu betreiben. Betriebsfähig zu erhalten. Ja. Und die eigentliche Streckenübermittlung findet über das Internet statt? Über das Internet, ah, okay, ja. Verstehe. Ja, interessant. Wunderwerk der Mechanik. Oh. Was sagen hat. Also er macht jetzt zusätzlich noch Lochstreifen. Diesen Lochstreifen. Also jetzt könnte man den nehmen und nochmal weiter versenden in eine andere Richtung. Klasse. Ja, dann danke ich euch mal für das kurze Demo. Ja? Gerne. Und Fox74 bedankt sich. Ciao. Super. Ich bin mal wieder angequatscht worden, und zwar frontal, und zwar vom DK9T. Genau, und du bist nämlich der zweite oder? Zweite Vorstand vom Notfunk Bodensee. Genau, und du hast sich sehr gefreut, dass ich schon frühzeitig gestern gleich heute Nacht noch das Interview, was ich mit dem Robert gemacht hatte. Ihr erinnert euch, dieser schöne Westerwälder Deexpeditionsfunkwagen. So, also du darfst jetzt noch mal das Lob aussprechen, was du gerade gesagt hast, als die Kamera also noch nicht an war. Ein ganz großes Lob aussprechen. Das Interview gestern mit unserem Robert, dem ersten Vorsitzenden vom Notfunk Bodensee, ist hervorragend gelungen. Und vielleicht können wir das bei uns immer wieder mal auf dem Stand abspielen. Das ist nämlich absolut. Tolle ja, ihr könnt euch das rausschneiden. Ja. Man kann das ja auch runterladen. Ich kann euch auch den ganzen Film oder das Segment mal hochladen auf meinen Server. Super. Und dann schicke ich euch den Link und dann könnt ihr das abspielen. Ja, das schaffe ich aber jetzt nicht mehr die Tage, sondern irgendwie das einer eurer nächsten Aktionen oder so. Ja. Das kann Wochen dauern. Ja, okay. Nee, mache ich natürlich gerne. Logisch. Also nochmal verschärftes Lob. Dankeschön. Deinen Kanal. Ich habe ihn jetzt abonniert heute Morgen. Oh. Mir war er bisher unbekannt, aber verstärktes Lob. Ja. Es ist nicht ja nur mein Kanal, es ist ja der OV-Kanal vom Fox74. Also, vielen Dank. Machst du super. Dankeschön. Letztes Kompliment. Und ich werde gleich rot. Ich danke dir, dass du mich angequatscht hast. Ja, das freut mich immer wieder. Ich wollte es loswerden. Super, dankeschön. Tschüss. Ciao. Ham Radio 2024 und ich bin jetzt hier an einem ganz interessanten Stand. Wir werden hier noch einen kleinen Schwenk machen. Neben mir steht der Timo, bin ich. Der Timo, und du hast gar kein Rufzeichen, wie ich sehe. Nee, tatsächlich, ich bin kein Funker. Ich weiß gar nicht, ob ich hier sein darf. Ja, ich werde mal ausnahmsweise auch mal auf einem Funkkanal mit einem Nicht-Funker ein Interview machen. Ja. Okay, Timo, aber sag mal, was passiert hier? Warum bist du hier auf einer Amateurfunkmesse? Genau, also ich bin Timo, komme aus Regensburg. Wir haben da einen Hackspace, die Binary Kitchen. Und der Olli hat uns eingeladen, dass wir hier eben auch einen Makespace für Kinder und so machen. Und aus diesem Makespace ist auch so Blinky Parts entstanden. Das ist so diese Sache, die wir eben hier machen mit blinkenden Bausätzen. Weil wie kann man Kids begeistern? Man gibt ihnen eben irgendwie so ein Einhorn in die Hand, das dann schön leuchtet, das sie dann mitnehmen können, mit nach Hause nehmen können. Und so haben sie dann den hoffentlich irgendwie so einen Quell an Ideen, wo sie dann weitermachen können. Also die Stichwörter Makerspace und ich weiß ja, es gab ja auch Hackerspace. Genau, richtig. Aber das war hier in Deutschland so ein bisschen eine andere Bewegung. Sieht es auch Hackerspace? Es gibt so Makerspaces, die halt wirklich auch kommerziell sind, wo man hingehen kann. Hey, ich habe hier ein Projekt, ich möchte was entwickeln, möchte ein Prototyp entwickeln. Aber die meisten Hack- und Makerspaces sind eher so ganz aus der Open-Source-Community entstanden, die halt ganz viele auch wieder in die Community zurückgeben. Ja. Da steht der kommerzielle Gedanke eher im Hintergrund und man hat einfach Spaß am Gerät und hat halt 3D-Drucker, Lasercutter, Fräsmaschinen, was auch immer da. Ja. Und dann kommt man her und sagt, okay, ich habe eine Idee, ich möchte das Projekt verwirklichen, und da hat halt gemeinsame Menschen, die gleiche Interessen haben, die halt dann auch weitermachen können. Und diese Makespace-Gedanken, die wollten wir eben hier mit reinbringen. Wir haben 3D-Drucker dabei, wir haben eine Dremel dabei, wir haben Lötstationen en masse dabei, und da können die Leute einfach kommen und irgendwas machen. Also das werden wir uns jetzt gleich nochmal ein bisschen genauer anschauen. Aber wie ich sehe, weil wir ja gerade hier vor der Einhornwand stehen, da werde ich auch gleich nochmal drauf schwenken. Genau.
Also die Idee ist schon praktisch im Vorschulzeitalter oder sag mal zur Einschulung das Thema schon mal anzufüttern und genau. Da schon mal die Nachwuchsarbeit zu machen. Wir haben mit und dann habt ihr so gewisse Altersklassen, wo es dann bis hin, ich nehme an, 3D-Druck, das sind dann schon eher so ab 16, 14-Jährige, die da... Also wir haben der Jüngste, der bei uns gelötet hat, war 6 Jahre alt. Okay. 4 ging auch, aber der saß auf dem Schoß von der Mama. Der Älteste war 88, also wir haben schon alles gehabt. Okay. Nee, wir haben sogar extra mit einem Kindergarten zusammen einen Lötbausatz entwickelt, der speziell für Kinder Sinn ist, dass sie auch die Schaltung so ein bisschen rudimentär verstehen, dass sie ganz leichte Lötpunkte haben, nur dass sie halt ganz schnell was haben, was sie halt sich auch umhängen können, was sie leuchten können. Und der hat dann auch zum Beispiel für Klemmbausteine, kann der irgendwelche Dinge in die Hand nehmen und sowas. Okay, ja, dann würde ich sagen, dann gehen wir doch gleich mal eine kleine Runde hier. Das sieht nämlich ziemlich abgefahren aus. Die Idee dabei ist eben auch nicht, dass du hierher kommst und den Bausatz dann kaufst oder sowas, sondern man sucht sich das Ganze hier aus. Zum Beispiel möchte ich jetzt hier das Einhorn haben, das gefällt mir. Dann gehe ich hier zu den Kisten hin, suche mir das Einhorn raus und dann habe ich hier den Zettel mit QR-Code und Anleitung drauf und alle Bauteile drin und kann dann loslegen. Und wir sind dann quasi, wir rennen dann rum. Und helfen dann, wenn es irgendwelche Probleme gibt. Wenn dann zusätzlich, wenn man noch irgendwie was 3D drucken möchte, haben wir hier noch 1, 2, 3 3D Drucker rumstehen. Wir haben ein kleines Mikroskop. Also ich mache jetzt hier gerade mal so einen lecker Schwenk, weil das sieht schon toll aus. Ja? Die ganzen Tische, die leuchten, die ganzen Workstations, also das ist schon mal ein schöner Aufbau hier. Jetzt mal gleich hier als Beispiel. Hier vorne wird gerade 3D gedruckt. Was passiert hier gerade? Ja genau, das ist halt das Tolle an so einem 3D-Drucker, den hat man dabei. Wir hatten gerade vorhin das Problem, wir brauchen eine Biegelehre für Widerstände. Ja gut, dann gehe ich ins Internet, lade mir schnell eine Biegelehre Vorlage runter. Die sieht man hier, wie sie dann am Ende aussehen wird. Und der druckt jetzt gerade, braucht noch 33 Minuten und dann habe ich meine Biegelehre fertig. Wunderbar. Was möchtest du noch zeigen hier an dem schönen Spielfeld? Ja, wir haben ja auch für 50 Ohm, müssen wir natürlich auch ein bisschen Werbung machen für die uns hier eingeladen haben. Auf alle Fälle. Ohm ist ja die Lernplattform quasi. Ja, da werde ich auch noch berichten und Interview machen. Sehr schön, auch, dass der Matthias da Zeit für mich hat demnächst. Genau, und wir haben hier sogar einen eigenen Bausatz entwickelt, der für die Challenge da ist, den wir dann eben die Kids begeistern können. Die können alles kostenlos haben und löten. Okay. Das sieht ja wirklich... gut aus. Da steht ein Lüfter, ist das so für die Leute, dass sie nicht so heiß wird? Das ist halt auch eine dieser Gedanken dieser Open Source Community. Das Teil hier habe ich entwickelt. Das ist eine Lötkopfsaugung. Sehr gut, sehr gut. Mit Licht hinten dran USB-C. Also das ist sicherlich eine Sache, wenn die Eltern dann fragen, ja löten, das sind doch giftige Dämpfe, dann kann man die ein bisschen beruhigen. Ja? Richtig, genau. Und das Teil kann man sich einfach runterladen, wenn man einen Lasercutter zu Hause hat. Kann man das einfach selber machen oder wir haben es hier als Bausatz da, dann kann man hier, werden gerade zum Beispiel die Bausätze zusammengebaut und dann kann man sich das auch selber bauen. Okay, also hier werden ja richtig, hier findet ja eine Serienproduktion statt, ja? Ja, genau. Wir waren top vorbereitet und dachten uns, wir können das am ersten Tag noch alles fertig. Ja, genau. Tüten. So über Nacht mal schnell 20 Lüfter gebaut, ja? Genau. Klasse. Ja, also ich finde das eine feine Sache. Ja. Ihr hättet ja eigentlich letztes Jahr schon hier sein müssen. Da war ja das Thema MINT. Genau. Aber das Thema MINT ist ja deshalb nicht vorbei, nur weil es letztes Jahr war. Jo, das war Timo mit seinem, wie heißt ihr eigentlich? Wo können wir noch mehr Informationen von euch bekommen? Blinky Parts. Das ist quasi, Blinky Parts. Genau, das ist quasi der... wir machen die profanen Blinke-Sachen, die Funker machen ein bisschen krasseres Zeug, okay. Aber irgendwo muss man einsteigen. Ja, also ich werde da eine URL, ich nehme an, ihr habt eine Webseite, genau, wo man sich da informieren kann, ja. Und da werde ich da eine URL einblenden. Blinky Parts, ja, schöner super. Name. Danke. Du bräuchtest da oben auf deinem Hut was Blinkendes. Ja, ich hab's um den Hals. Ja, stimmt, aber das ist das Einhorn. Gary, das Löteinhorn. Gary, das Löteinhorn. Super, Timo. Also, absolut gute Laune hier am Stand. Ja, auf jeden Fall. Danke dir. Ciao. M Radio 2024, der zweite Tag. Und ich bin jetzt hier am DRC-Stand. Also Stand ist eigentlich untertrieben. Es ist schon die halbe Halle mit vielen, vielen Unterständen oder verschiedenen Ständen, nämlich aufgeteilt in vielen Referaten. Und ich bin jetzt hier beim DRC-Referat
Für Not- und Katastrophenfunk. Notruf und Katastrophenfunk. Und du bist der? Der Oliver, der Referatsleiter. Okay, mit dem Rufzeichen? Delta Lima 7, Tango November, Yankee. Okay, und ich habe dich deshalb jetzt mal hier angesprochen, weil ich bin wohin hier rumgelaufen, habe jemanden gesehen, der hat da mit dem Telefon, das werden wir auch gleich noch mal ein bisschen exakter zeigen, einfach mal hier gestanden und telefoniert. Und da habe ich gedacht, das ist aber jetzt komisch. Das sieht ja aus wie in den 90ern. Und da bin ich dann halt neugierig geworden. Und jetzt erzähl mal, du hast mir im Vorgespräch ja schon gesagt, ihr habt euch da was ganz Spezielles ausgedacht, dass Leute, die mit Funkgeräten nicht umgehen können, halt dann mit diesem Telefon arbeiten. Genau. Wenn wir unsere Bedarfsträger uns angucken, die Interesse an Not- und Katastrophenfunk haben, dann sind das meistens Leute aus Verwaltung, Bürgermeister, Landräte, ähnliche. Die können oder wollen keine Funkgeräte bedienen. Kann ich total nachvollziehen. Ja. Funkgerätebedienung ist schwierig. Wenn ich jedes Jahr einmal mit meinem OV-Contest mache, dann kann ich mir immer erst mal eine halbe Stunde die PA erklären lassen, damit ich sie nicht kaputt mache. Ja, ist klar. Wenn ich jetzt einem Bürgermeister, der in einer Stresssituation ist, noch ein Handfunkgerät in die Hand gebe, dann erreicht er jeden, nur nicht den, den er erreichen will. Ja. Deswegen haben wir uns gedacht, was gibt es denn, was ein Bürgermeister bedienen kann? Und das sind meistens Telefone. Weil Telefone kann fast jeder noch bedienen. Ja, ja. Und dann haben wir festgestellt, naja, Funk und Telefon passt noch nicht so ganz. Und dann mussten wir da auch einen Weg finden, wie das passen könnte. Also das muss ich mir dann praktisch so vorstellen, wenn dann ein Katastrophenfall eintritt, dann kommt jemand zu dem Bürgermeister, wo auch der immer ist, in seinem Büro oder in irgendeinem Wohnwagen vor Ort, hat da seinen Schreibtisch und dann legt er ihm schon mal diesen Koffer hin. So. Wenn der Bürgermeister das möchte, dann kriegt er so einen Telefonkoffer, genau. Und dann das Köfferchen gucken wir uns jetzt mal genauer an. Wir haben jetzt also hier einen gelben Koffer mit einem Telefon und unter der Abdeckung, da befinden sich wahrscheinlich eure Spezialtechnik, nehme ich an. Ja, so speziell ist die Technik gar nicht. Sie ist relativ simpel. Wir machen das mal auf, ohne es kaputt zu machen. Ja. So. Wir haben hier eigentlich primär einen schweren Akku drin, damit das Ganze so 24 bis 30 Stunden ungefähr durchhält, ohne dass man es nachladen muss. Okay. Wir haben einen kleinen Router, der sich halt um IP-Adressen und so Zeug kümmert. Und der Rest ist alles nur noch Stromverteilung, PoE-Injektoren, Sicherungen, damit, wenn was schief geht, es nicht grandios schief geht. Wie, okay, also ich habe jetzt hier ein Endgerät, ein Telefon, aber ich muss ja irgendwie jetzt eine Strecke machen. LAN-Kabel oder WLAN, wie läuft das? Nein, wir haben hier hinten, dahinter eine Antenne stehen, da können wir gerade mal hingehen. Ja. Und die Antenne gehört zu dem Koffer und verbindet sich in ein Ad-Hoc-WLAN-Netzwerk, was wir aufbauen können. WLAN heißt in einem Frequenzbereich des normalen WLANs oder ist das jetzt der Amateurfunkfrequenzbereich? Nein, wir sind auf Amateurfunkfrequenzen. Okay. Die Geräte haben eine spezielle Firmware, mit der wir auf Amateurfunkfrequenzen senden. Ja. Weil dadurch haben wir den Vorteil, wir müssen uns die Frequenzen nicht mit so vielen anderen teilen. Nun ist ja jetzt ein Bürgermeister jetzt kein lizenzierter Funkamateur. Wie wird das jetzt auseinanderklamüsert? Ist gar nicht so schwer. Wir haben hier einen definierten Übergang zu HF. Ja. Und dieser Übergang wird durch einen Funkamateur kontrolliert. Das heißt, der Funkamateur kann das Ding abschalten, der kann das Ding steuern. Der muss aber nicht vor Ort sein. Der macht im Prinzip einen Remote-Betrieb. Neuerdings nennt man das Remote-Betrieb, ja. Genau. Okay. Und der Bürgermeister gibt die Nachricht, die wir übermitteln sollen, halt nicht über ein Blatt Papier weiter oder sonst wie, sondern spricht die einfach in das Telefon. Ja. Wir übermitteln diese Nachricht dann für Dritte. Der nächste logische Schritt, weil wir haben ja das Problem, wir sind nicht mehr so viele, wie wir noch vor 20 Jahren waren. Ja. Und wir müssen jetzt Wege finden, wie wir auch in 10 Jahren noch genug Leute sind, um helfen zu können. Ja, ja. Ja, jetzt sehe ich da hier so einen kleinen Anhänger, ja, so klein ist er gar nicht. Ja, da sind jetzt groß. Leute, so gelbe Koffer drin. Hat das auch mit euch zu tun? Das hat auch mit uns zu tun, steht ja sogar unser Name dran. Ja, ich bin hier so auf mein Display konzentriert, dass ich das tatsächlich eben nicht gelesen habe. Nein, alles okay. Gut. Wir haben irgendwann festgestellt, ein Telefonkoffer ist was Tolles, aber mit einem Telefon lässt sich schlecht telefonieren. Mit zweien wird das auch noch nicht so wirklich was. Lass uns mal hingehen. Wir können gerne hingehen. Dann haben wir gesagt, wenn wir das Konzept jemals in die Breite ausführen wollen, sprich, wenn wir auch externe Geldgeber dafür wollen, dann müssen wir irgendwie erstmal was vorlegen. Dann müssen wir zeigen, was wir können. Und das ist die ganze Idee hinter diesem Anhänger. Wir haben da drauf Material für 20 Netzwerkknoten, 20 Telefone, inklusive Antennen, Schiebemasten und. Hat einfach den Hintergrund, jetzt können wir vorführen und zeigen, was wir können. Das heißt, ich bringe das immer so ein bisschen, verstehen kommt von begreifen und begreifen kommt von anfassen.
Ja. Sprich, wenn wir jetzt mit Leuten reden, von denen wir gerne Geld hätten, können die das anfassen, sie können das begreifen. Jetzt, ist das jetzt nur ein Demo-Fahrzeug oder euer Lager? Oder wenn im Fall eines Katastrophengebiets, wir können ja mal das sehr prominente Beispiel Ahrtal nehmen. Ihr würdet da also reinfahren, es gibt ja keine 20 Bürgermeister, jetzt ganz blöd gesagt. Wer kriegt denn jetzt die anderen 19 Koffer? Nein, es gibt keine 20 Bürgermeister, aber es gibt ja einen Bürgermeister, einen Bauhof, vielleicht Unterkünfte, wo Leute sind. Richtig, ja. Eine Feuerwehr, alles das, wo sekundäre Kommunikation benötigt wird. Also geht nicht darum, jetzt den BOS-Funk, also den Funk des Katastrophenschutzes zu ersetzen, sondern sekundäre Kommunikation zu ermöglichen. Sekundär heißt die als Backup oder parallel für andere Aufgaben? Kann sowohl als auch laufen. Ja. Weil nehmen wir mal der Bürgermeister, der muss das Ding wieder aufbauen, der muss seinen Ort wieder ans Laufen bringen. Da hat er natürlich andere Aufgaben. Das heißt, wenn der Bürgermeister hat irgendwo weit entfernt, hat er da einen Landwirt, der hat einen Riesenträger. Und bevor er jetzt irgendwie von dem einen Einsatzleiter zum anderen versucht, da den zu fragen, ob der den Träger hier rüber schaffen kann, könnte er dann mit euren Koffer direkt den da erreichen und sagen, hier, komm mit. Ja, wobei, wenn es nur um einen Träger geht, würde er wahrscheinlich eher schnell jemanden hinschicken, weil es muss ja eh jemand hin, um den Menschen den Koffer zu bringen. Ja. Aber zum Beispiel Kommunikation mit dem Bauhof. Ganz klassisches Beispiel. Bauhof muss man dann regelmäßig, du musst da, hier, hopsasa, tralala. Mhm. Das wäre so ein klassisches Beispiel. Oder mit der Kläranlage, mit dem Wasserversorger, Energieversorger. Gut, das ist schon mal sehr interessant, da dieser Anhänger, das sieht schon ziemlich professionell aus. Und dann wollten wir uns noch angucken, die ganze Anlage braucht ja auch eine Art Schaltzentrale. Genau, die Telefone brauchen eine Telefonanlage, damit sie miteinander telefonieren können. Die haben wir hier vorne stehen. Auch wieder eine komplette Eigenentwicklung. Diese ganze Technik ist eine komplette Eigenentwicklung. Okay, wir haben hier für eine Schaltzentrale doch sehr leicht und handlich. Ja, das war ja Sinn der Sache. Es hätte sogar noch leichter sein können, aber wir wollten unbedingt zwei Akkus da drinnen haben, damit man die Akkus auch im laufenden Betrieb tauschen kann. Und das macht es etwas komplizierter. Und das sieht so aus, als hättet ihr da so faktisch euer eigenes Betriebssystem entwickelt. Ja, es sieht so aus, aber ist es nicht ganz. Ja. Im Endeffekt basiert das alles auf Open Source Software, die wir aber entsprechend angepasst haben und funktionsbeschnitten haben, weil wir gesagt haben, wir wollen eigentlich nur eine Kernfunktion, aber die muss richtig laufen. Ja, Oliver, und jetzt gibt es natürlich noch eine ganz interessante Sache für dich persönlich, nämlich du hast jetzt eine Preisauszeichnung bekommen für deine Aktivitäten. Erzähl mal. Ja, ich bin gestern Morgen vom Werner, unserem Vorstandsmitglied, verhaftet worden und in die Pressekonferenz der Eröffnung geschleift worden. Und dann hat man mir den Rudolf-Horkheimer-Preis verliehen für mein Engagement hier im Notfunk und für das, was ich aufgebaut habe. Dann wünsche ich dir da mal, sage ich einfach mal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Und man sieht auch, ehrenamtliche Tätigkeiten lohnen sich, machen Spaß und werden irgendwann mal auch gebührend gefeiert. Finde ich wunderbar. Vielen Dank für die Einführung in euer DRC-Notfunk-Programm und Referat. Und nochmal herzlichen Glückwunsch zu der Auszeichnung. Dankeschön. Was machst du mit der Kohle? Ich werde die Kohle fürs Notfunkreferat verwenden. Das wollten wir hören. So ist es richtig. Ja, also man denkt ja immer, Amateurfunk, okay, das sind HF und Funkstationen und Funkübermittlungen. Aber mittlerweile ist in unserem Hobby ja eine absolute Sachverstandqualifikation von IT-Technik ja auch mit dabei. Gehört mit dazu, aber ganz schön, denn hier, was ihr hier macht, ist ja zu 80% IT-Technik. Ja, das kam halt durch den Gigahertz-Bereich einfach. Ja. Gehört halt einfach mit dazu mittlerweile. Also würdest du sagen, dass Amateurfunk-Hobbyisten, die wegen dem Funken in das Hobby gekommen sind und ihr IT beruflich mit reinbringen? Oder sind es mehr die Hardcore-ITler, die sich dann aber auch für Funken interessieren? Aus welcher Richtung kommt das so bei uns? Ich denke aus beiden Richtungen. Ja. Was wir gemerkt haben, mit dieser Technik können wir insbesondere viele Leute aus dem, ich nenne es mal, IT-MINT-Bereich ziehen in den Amateurfunk, weil die plötzlich feststellen, es ist eben nicht nur HF und irgendwie Kurzwellenfunken. Ja, ja. Wobei das jetzt nicht negativ gemeint ist. Nee, ist klar. Ja. Also die Zeiten ändern sich und andere Technologien kommen dazu. Und das Portfolio, was wir haben, ist ja mittlerweile gigantisch. Ja, wir können ja mittlerweile fast alles machen. Ja. Ja, sensationell. Also, Oliver, vielen Dank nochmal. Sehr gerne. Und 73. Tschüss.
Ja, jetzt bin ich wieder nach 2 Tagen Messe, bin ich jetzt wieder beim Harald in seinem Scheck. Wir sind ja nicht unweit von Friedrichshafen. Wir waren ja beide auf der Messe. Ich war 2 Tage da, habe kräftig produziert und hatte mich heute am Sonntag, den 3. Tag, dazu entschlossen, mal ein bisschen eine ruhigere Kugel zu schieben. Und der Harald ist aber nochmal nach Friedrichshafen gefahren, hier von Jungingen aus, von seiner schönen Contest-Station, über die wir ja schon einen schönen Beitrag gemacht haben. Und ja, wir wollten uns einfach nochmal melden. Und Harald ist heute nochmal extra nach Friedrichshafen gefahren, weil er einen ganz überraschenden Anruf bekommen hat. Ja, also erstmal, Kirk, möchte ich dich herzlich wieder an unserer Station begrüßen. Ja. Wir haben uns mehrfach in der Hemradio gesehen und ich freue mich natürlich immer, wenn ich mit dir zusammenarbeite und auch ein bisschen über den Amateurfunk erzählen darf. Ja, und es ist tatsächlich so, dass sehr ungeplant ich heute einen 3. Tag nach Friedrichshafen gefahren bin. Von Ulm aus ist das nicht so weit weg. Ja. 100 Kilometer? 105 oder ja, sowas. Mhm. Ja. Ich denke einfach, ja, dass ich wahrscheinlich noch sehr viel weiter gefahren wäre, um diesen Anlass tatsächlich zu erleben davon. Ja. Ja. Jetzt haben wir es ganz gerne ein bisschen spannend gemacht. Ja, jetzt, und was ist der Anlass? Ja. Ich habe tatsächlich einen Anruf bekommen, ja, und zwar es gibt im DARC gibt es tatsächlich Auszeichnungen, ja, OMs, die schon längere Zeit Mitglied im DARC sind, bekommen nach 25 Jahren eine Bronze, nach 40 Jahren eine silberne Ehrennadel. Und für besondere Leistungen, ja, für den Amateurfunk gibt es tatsächlich vom DARC auch eine goldene Ehrennadel. Die ist jetzt aber nicht so altersabhängig. Die ist überhaupt nicht. Weil das wäre dann fast ein Abgesang, ne? 50 Nein. Jahre und dann Nein. vielleicht 70 Jahre und dann ist Nein. eigentlich schon Feierabend. Es gibt genau, es gibt sie nicht für Alter okay. ja, und, oder Mitgliedschaft, sondern es gibt tatsächlich diese Ehrennadel nur für Leistungen. Ja. Das ist schön. Und da hat mich heute Morgen der Anruf ereilt, ob ich denn noch auf der Messe wäre. Ja. Ja. Und da habe ich gesagt, nö, leider nicht. Ja, und dann haben sie aber so rausgelassen, warum? Und dann gesagt, kein Problem, ich komme wieder. Okay, also dann haben wir hier, es geht um eine ja, goldene Nadel. Um, die werden wir auch gleich noch mal im Detail also, zeigen. Von Weitem erstmal sieht sie ja. so aus. Ja. Ja, mit eigenem eingraviertem Rufzeichen davon. Oh. Und es gibt auch tatsächlich eine sehr schöne Verleihungsurkunde davon. Ja. Ich darf die mal, kann man die so ja. sehen? Ja. Kann ich auch noch mal drüber schwenken? Es ist tatsächlich eine Verleihung für, nicht für die Arbeit vom, für den DARC, sondern für das Deutsche Amateurfunkwesen. Ja. Deshalb also, ich bin da nicht wenig stolz drauf. Also, dann sage ich in jedem Fall mal, herzlichen Glückwunsch und ich bin mir 100% sicher, dass du das verdient hast. Wenn auch jetzt diese Auszeichnung sich nicht auf deine Jota-Aktivität bezieht, aber ich weiß ja, wie viel du da auch leistest. Und wenn du da auch noch mehr leistest, von denen ich so gar nicht einen Überblick habe, weil so lange kenne ich dich ja noch gar nicht und da auch noch sowas bei rauskommt, also man muss schon sehr beeindruckt sein und kann stolz sein. Harald, sprechen wir doch mal über die 2 Messetage. Für dich waren es ja 3. Mhm. Ich bin ja erst zum 2. Mal jetzt auf der Messe gewesen. Mhm. Du bist ein langjähriger Messebesucher. Wie würdest du das beurteilen? So, wie hat sie sich entwickelt? Und vor allen Dingen, wie fühlt sich das für dich an im Vergleich vor der Corona-Zeit? Dann kam ja Corona-Zeit und jetzt danach zum 2. Mal. Was würdest du sagen? Also, wie sieht es da aus? Ich habe vorhin versucht nachzurechnen. Ich weiß nicht, zum wievielten Mal ich tatsächlich auf der Hemradio war. Die jetzige war ja die 47. Mhm. Ja. Und ich kann mich aber daran erinnern, dass die Zählung noch einstellig war, als ich zum ersten Mal dort war. Ja. Wenn man sich das anschaut, hat sich der Charakter der Messe auch zwischen vor und nach Corona aber auch erst recht über die lange Zeit tatsächlich verändert. Ja, ich denke, das geht in der Messe so. Und zwar
Früher, ja, war es so, dass die Halle A vollständig durch Händler belegt war. Mhm. Und zwar eng gestaffelt und eher so, dass kein Platz dafür da war. Ja. Ja. Heute, und das da sehe ich persönlich durchaus auch als positiver Effekt davon, ist die Halle 1 Community geworden. Ja. Wir haben, ich weiß nicht, wie viele verschiedene Verbände da waren, auch wie viele verschiedene Untergruppen im DARC oder DX-Gruppen oder die AMSAT-Leute oder so. Die hatten alle tatsächlich einen gut besuchten Stand. IOTA, also die Islands of, on the Air, sind, glaube ich, 50 geworden. Die haben also eigene Vorträge davon gehalten. Der Community-Charakter ist deutlich größer geworden, was ich persönlich sehr positiv empfinde. Ja. Ja. Leider, ja, ist der, das ist, glaube ich, keine Verdrängung, ja, gewesen. Leider ist tatsächlich der kommerzielle Bereich sehr viel kleiner geworden. Aber gab es nicht früher auch viel mehr Händler als heute? Ist das nicht einfach ein Spiegel der Realität? Auf der anderen Seite, also ich sag mal, WIMO war dieses Jahr nicht da. Ja, das ist natürlich bedenklich. Ja. Die FONA auch nicht. Die FONA war auch, glaube ich, nicht da. Hm. Deshalb, also früher war Konrad mit dem eigenen Stand da. Ja. Mhm. Das heißt, diese reine, also jetzt weiß ich nicht, ob das positiv oder negativ ist, aber diese Händlerpräsenz davon, ja, die hat tatsächlich abgenommen. Aber ich habe es genossen. Also die zweimal, die ich jetzt da war, habe ich diesen Vibe, Leute zu treffen, Gleichgesinnte zu treffen, Erfahrungen auszutauschen, die vielen Interviews, die ich mache, ja, einen riesen Spaß gemacht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, haben mir WIMOs und die FONAs überhaupt nicht gefehlt. Das muss ich zugeben. Der Community-Charakter hat eine deutliche Stärkung davon bekommen. De facto ist die Halle 1 tatsächlich jetzt mehr als die Hälfte für die einzelnen Verbände gewesen, ja, die sich aber auch nicht haben lumpen lassen, sondern da war auch immer Aktivität, war immer tatsächlich, wie du sagst, also man hat sich getroffen, man hat sich unterhalten, die EARL war da, die Österreicher, die Schweizer, die Italiener, die Israelis, also es war ein Wahnsinn. Engländer waren da, einen schönen Bücherstand gehabt, fand ich sehr interessant. Die von der WATC, der 26 waren da, also deshalb, also dieser Fortschritt, wir treffen uns als Funkamateure, um uns halt auch gegenseitig zu sehen und nicht nur miteinander zu funken. Das ist ein ganz, ganz starker Trend. Bei der Gelegenheit möchte ich gerne mal einen Ball Richtung Arthur mal spielen mit seinem Funkkanal Funkwelle. Der hat nämlich heute Morgen seinen Beitrag gepostet und der hat sehr, sehr, sehr detailliert wirklich den Stand der Messe, wie er jetzt ist, dokumentiert, was es alles gibt. Der war da sehr gründlich, so gründlich, wie ich eigentlich nie bin, weil bei mir geht immer alles so, ja, zack, zack, mal hier, hast du Lust. Aber der hat wirklich sehr, sehr detailliert gezeigt, was es alles gibt, bis hin zum, wo man sich die Klamotten beschriften lassen kann und so weiter. Also guckt euch das mal an beim Arthur Funkwelle. Viele kennen ja den Kanal, welche, die noch nicht kennen, schaut mal nach. Der hat das also sehr, sehr schön gezeigt, was der Stand der Ham Radio jetzt ist. Und mir ist was aufgefallen im Vorbeigehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon öfter vorkam, aber mir ist es zum ersten Mal aufgefallen. Da hatte Lufthansa so einen kleinen Stand und sind auf der Suche nach Leuten. Das ist tatsächlich mir auch aufgefallen, und zwar, glaube ich, tatsächlich zum ersten Mal. Ja, und wie würdest du das denn einschätzen, dass jetzt sowas passiert? Also, ich bin natürlich von Haus aus Ingenieur und ich wäre wahrscheinlich nicht Professor, wenn ich nicht Elektrotechnik studiert hätte. Und das habe ich studiert, weil ich Funkamateur war. Ja. Okay. Deshalb, also das ist für mich eine ganz, ganz starke Seite davon. Und jeder Funkamateur versteht viel, viel, viel mehr von Kommunikationstechnik als jeder Studierte. Ja. Ich versuche mal einen Vergleich zu machen. Wenn wir über Einseitenbandmodulation reden, dann wissen wir, dass es LSB und USB gibt, dann wissen wir was über Bandbreite, dann wissen wir, wie es sich anhört, was man alles machen muss und so.
Wenn du Elektrotechnik studiert hast und tatsächlich Nachrichtentechnik und auch dort Modulationsarten, dann kannst du dir das alles nicht vorstellen. Und überleg mal, wie tief da unser Wissen ja für die Kommunikationssysteme ist gegenüber einem nur Studierten davon. Das heißt, also ob jetzt Lufthansa oder Rot und Schwarz oder so, völlig egal, wenn die einen Funkamateur kriegen, hat der ein viel breiteres, sehr viel tieferes Wissen, als sie jemals von einem Studierten bekommen können. Bei dem Satz, den du gerade gesagt hast, fällt mir ein, denn den hattest du ja gestern auch gesagt. Und das bringt mich jetzt zu der Ansage, dass ich noch weitere 4 Beiträge in der Pipeline habe, die einfach zu lang geworden sind. Das hätte jetzt den Rahmen gesprengt. Und der eine Beitrag, der wahrscheinlich auch jetzt zeitnah kommen wird, ist ja der, dass wir mit Megan und Leon, das sind ja die zwei, wo Harald ja sehr viel unterstützt hat und Mentoring betrieben hat, die hier auch an dieser Contestplatzierung haben einmal arbeiten lassen. Und waren als Youngsters auf der WRTC letztes Jahr. Waren auf der WRTC in Italien und da war die Megan das einzige Mädchen. Das ist ja auch wirklich schon war für sie bestimmt nicht einfach. Aber es ist halt schon bemerkenswert. Und da haben wir gestern zu viert auch ein längeres Gespräch gehabt. Das wird sehr interessant sein. Das wird als nächstes kommen. Dann habe ich noch einen Beitrag in der Pipeline. Da war ich bei den Marinefunkern. Das ist auch sehr interessant. Dann habe ich den Matthias Jung. Gott sei Dank noch gestern auf dem letzten Drücker bekommen. Der war ja also praktisch mit Terminen vollgestopft. Matthias Jung vom AJW, Ausbildung, Jugend und Weiterbildung, ist ja maßgeblich verantwortlich für die 50 Ohm und für die Ausbildung und für die Endklasse und für das Buch und auch die Bücher, die kommen werden. Sehr interessantes Gespräch. Und dann gibt es noch einen vierten Beitrag. Der kommt dann zum Schluss. Das Beste kommt zum Schluss. Irgendwann in 2 Wochen. Da habe ich 2 Gesprächspartner gehabt, die da sage ich mal, das sind dann Überraschungsgäste, weil das ist wirklich, das ist eine ganz lustige und ganz tolle Sache gewesen. Da freue ich mich drauf und bin gespannt, was ihr davon haltet. Ihr werdet überrascht sein. Lasst euch überraschen. Und ich würde sagen, Ich sag noch was. Ja. Du hast mir ja erzählt, wer das ist. Ja. Ja. Der Community, sage ich, die uns zuhören. Ja, freut euch auf den Beitrag. Okay. Ihm habe ich es erzählt, aber ich habe ihn verboten, darüber zu reden. Ja, prima. Harald, ja. Das war für mich war das wieder eine tolle Zeit. Du hast noch mal richtig schönen Abschluss gehabt. Wir zeigen ja gleich noch mal im Detail die Nadel. Ich habe noch was gekriegt. Das mag ich auch zeigen. Okay. Ja, wir bauen kurz ein. Das habe ich dummerweise auf die andere Seite gelegt. Ja. Okay. Und zwar, wenn man Contest. Du musst noch ein Stück rüber. Ja, okay. Wenn man Contest macht, ja, bekommt man manchmal tatsächlich auch nicht nur Urkunden, sondern auch Plaketten dafür. Und letztes Jahr war ich bei einem sehr bekannten Funkamateur, dem ZWI, dem 4X6FR in Israel, ja, in Tel Aviv. Und wir haben zusammen an dem World All European Contest mitgemacht. Das ist meiner Meinung nach der komplexeste Wettbewerb, den es gibt. Und weil wir gut gefunkt haben, zu zweit haben wir tatsächlich, Multi-Operator haben wir den Continental Winner in SSB 2023 erreicht. Und dafür gab es da tatsächlich halt auch diese Plakette, worüber ich mich auch sehr freue. Ja. Also, du bist ja wirklich, unterwegs, mein lieber Mann. Ja. Okay. Prima. Gut. Ich würde sagen, das war jetzt genug Selbstbeweihräucherung. Ja, natürlich. Aber das gehört auch dazu. Ja. Alles klar. Dann bedanke ich mich für die schöne Zeit. Gerne. Und nächstes Jahr sind wir wieder da. Ne? Ja. Ja. Ich denke, die Ham Radio entwickelt sich in diese Richtung. Und du hast ja damit erlebt, was man damit alles tatsächlich erleben kann. Ja. Und das seht ihr demnächst. Okay. 73. Tschüss.